Von außen sieht es so aus, als würden sie über das Wasser schweben. Dabei ist das sogenannte Stand-Up-Paddling nicht nur für die Mitglieder des Kanusportvereins Wedau eine etwas andere Art des Wassersports. Seit dem Sommer 2014 ist SUP fester Bestandteil des Vereins und erfreut sich großer Beliebtheit. Dabei ist die Sportart gar nicht so einfach, wie sie auf den ersten Blick aussieht. Das Stand-Up-Paddeln ist eine Ganzkörperbewegung, das ist das Schöne daran. Ja. Man hat also keine einseitige Bewegung, sondern man trainiert seinen Gleichgewichtssinn und auch gleichzeitig Kraft und überhaupt den gesamten Körperbau. Ja. Das gefällt mir sehr gut, weil es ist keine eintönige Sportart. Regelmäßig können Interessierte das Stand-Up-Paddling hier an der Wedau selbst austesten. Um dieses Schnupperangebot zu ermöglichen, wurden 10 weitere Boards angeschafft. 15.000 Euro haben Jürgen Kruse und seine Mitarbeiter dafür investieren müssen. Allein mussten sie die Summe aber nicht stemmen. 8.200 Euro spendeten die Duisburger Sparkassenstiftungen. Mit insgesamt 5 Stiftungen fördern diese jährlich die verschiedensten Ideen. Neben dem Stand-Up-Paddeln waren es im vergangenen Jahr noch 72 weitere Projekte. Ich bin sehr froh, dass wir über die 5 Stiftungen so gut wie alles abdecken können. Da gibt es eine Spezialstiftung für Sport und eine für Kinder und Jugend und Bildung. Aber über die Sparkasse Duisburg Stiftung, auch die allgemein, da ist auch noch für alle anderen möglichen Zwecke, sodass wir fast alles fördern können, was wirklich auch überzeugend ist, förderungswürdig, nachhaltig. Und dann haben wir, glaube ich, alle Möglichkeiten. Insgesamt wurden über 500.000 Euro im letzten Jahr für die Förderungen ausgeschüttet. Ein weiteres Projekt davon war das des Vereins Pro You, ein Musicalverein, der aus einer bunten Mischung von Leuten zusammengesetzt ist. Unser Verein ist quasi ein Verein, wo jeder mitmachen kann. Wir proben jeden Sonntag in der Musikschule in Duisburg. Und wir haben von Kindern von 10 Jahren bis Erwachsenen bis 40, 50 Jahren jeden dabei. Es kann jeder vorbeikommen, der irgendwie Lust hat zu singen, zu tanzen, zu schauspielern. Wir fördern jeden so weit, dass er seine Talente mit einbringen kann. Vom Kostüm bis hin zum fertigen Auftritt. Die Gruppe organisiert und finanziert alles selber. Den Förderungsbeitrag der Sparkasse nutzten sie für eine gemeinnützige Aktion, einer Benefizgala mit dem Titel Rock Meets Musical, die Ende Mai 2015 stattfand. So kommen die Förderungsbeiträge nicht nur den Vereinen selbst zugute, sondern enden auch irgendwie wieder bei den Duisburger Bürgern, die sich für diese interessieren oder sogar auf sie angewiesen sind.